Okay Leute, es ist Game Day 1 gegen den Pöbel. Ich bin ja heute mit unserem Teammanager Denzel und wir holen noch ganz kurz, bevor es losgeht, Essen für die Jungs. Genau, Essen wird geholt und gleich geht's zurück. Da fängt der Tag an. Was ist der beste Spot hier auf Malta für die Jungs vor dem ersten Game? Auf jeden Fall Wagyu to go. Hier gibt es ein Gericht, Katsu Chicken Curry nennt sich das. Da sind die Jungs ganz verrückt nach. Tja, wir sind immer gut damit gefahren und hoffentlich geht's heute so weiter. Na, sehr gut. Klar, alles gut? Na klar. Was hast du dir ausgesucht? Chicken Katsu. Reis mit Chicken. Geht immer. Hallo. Manager. Hallo Manager. Max. Moin. Gut. Ich sehe deine Changes. Wicked in the morning and ask myself. Ask myself. Ja, Alex, ich glaube, da muss ich weiterleiten, ne? Dass du als letztes hier da bist. Musst du mir gleich von sagen. Wie heller ist das? Nee, es ist schon ein bisschen heller. Aber können wir nicht diese Abdeckung... Doch, das ist doch heller geworden. Er hat es so runtergefahren. Vielleicht hat er falsch gemacht. Also vorhin war es ein bisschen dunkler. Okay. Ja. Egal. Wir haben alles gefunden, dass es heller geworden ist. Geil, du hast einen Stuhl. Du hast einen Stuhl? Du hast einen Stuhl? Hallo, hallo. Dunkler gemacht, oder? Was geht ab, Boys? Kann sein. Ihr müsst das mit Face hin. Wahrscheinlich sogar. Sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ey, John hört einfach Rammstein, Bruder. Wer? John. Ey, Bruder, ihr seid einfach so ein Rammstein. Ihr seid geile Typen, Alter. Komm. Geile Typen. Das war der Start unserer Malta-Reise, Bruder. Inshallah. Ich denke, die Performance, die wir auf Köln gezeigt haben, die war jetzt nicht so schlecht. Ja, vor allem ja, enttäuschen, denk aber die war nicht schlecht. Performance. Es zählt nur grün. Am Ende zählt nur grün. Ob wir 16-13 gewinnen oder 13-3, am Ende zählt nur grün. Deswegen jetzt, wie Grigo gesagt hat, wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder geil zu spielen. Rusche, willst du Faust oder willst du... Raus. Nein, lass das, was du machst. Was du machst. Aber ich gebe dir 6 das Level. Spaß, Bruder. Nice, Party. Geile Runde. Schick, Alter. Nice. There. They've got to deal with the ramp player, but Grimbo lethal with the deagle. Searson finds the flank. Try forgot about him. And now the round is in doubt. The tag on. Phelps finds the one. He's not got the kit. This is a 10-second defuse. Searson will have it. Nice! Try the off. If that doesn't work. Oh no. You can't lose the A side though with a double up retake. Oh boy. They'll try, but it's being traded. Decent T gets caught, and this should be a save for the final round. Got the whistling tech. Send a video of you doing the two whistles. Oh boy, Grimbo whistling in, whistling out. Still got a bit of a deficit in that HP department, but Searson's saying outside is fully clear. Rigot's still prepared for another. That's a massive extra kill coming through from him, and now they don't know about Searson's AWP, a perfect flashbang to force him off, and now they do know about his op presence in the back site, but Grimbo aggressing through that ramp side. Grimbo, though, knows
He's calling it out. Timing, there's the cash Crimbo collects onto Phelps. It's all in a try to keep their hopes alive here on Nuke. They know, the double chase down here. JDC, back turn, there it is. Nice! And it's over. Was du denkst, Digga. Nice! Nice! Ah, warte. Bruder, ich muss ihn. Das hängt einfach. Oder die kommen alle, was? Die kommen alle, Pop, schießen 30er MC auf ihn, er stirbt da gerade. Okay. Möchte dir rausgehen? Schön. Ist mir geeifert. Lass zusammen rausgehen. Lass uns rausgehen. Wir alle wirklich. Ja, lass rausgehen. Jetzt. Ja, sollen wir raus? Das war richtig nice, Mann. Das macht richtig Bock, die Map zu spielen. Ja. Richtig high level. Sie war da rechts unten. Jetzt lässt du weiter jetzt. Sü. Ah, ich wollte reinjumpen, Alter. Was hast du denn? Sü. Jetzt wollte ich wieder hochgegangen, Mann. Also, ja, okay. Ich aber schon durch. Bei euch drei ein bisschen mehr Dead Talk. Wenn ihr drei tot seid, höre ich auch fast nie Dead reden. Ja? Wir können nicht alles auf Ligon auslagern. Wenn er noch am Leben ist, haben wir sehr wenig Dead Talk. Ja, das kann dann nicht rein. 30er Oder am Test warst du das? Oder? Das war ich in der Farmerschule. Der Arne muss eh schon in der Einwohner Deagle und Ampinant kaufen. Ja, aber Deagle hat sich ausgezahlt. Die gibt uns einen Shot und die gewinnt eine Million. Ich hätte zwei geholt, aber ich hab. So, weiter, weiter. Immer weiter. Das sind schon fantastische Scheibe, die du hast. Die gehen schon wieder rein. Test. On Mirage as the execute heads his way, and well, that's a nice way to start off a retake setup by killing them all and not letting them take the bomb site. That is the perfect way to play retake A. That is kind of after retake. Hold on, Good. The next move. Oh no way! He does it with the ace. Goes is another smoke blooming. Yeah, they're doing a good job of dealing with him. Neutralizing him. Vinny's got a cheeky angle. Vinny capitalizes. Now with pressure on a B, but that's just the distractions back. Searson checks in, and the bomb's now dropped. And you're right, he is back. Back in action, baby. But so is Phelps. Vinny caught. It has to all be Phelps. Ooh, it's Searson. There we go. That's a little more like it. Remember to catch him off guard here in the apps. Oh my god. He will not be caught off guard. No way's got the clear. I don't know whether they got some sort of information there. For this bot, they gotta deploy. It takes a while to get there. Quick kill. DC will be able to get that. Here's Crimbo activating, and Nam's JDC. Well done. Well done. Take their time with it. Make sure that this one's gonna come through. And now Imperial are on the outside looking in. Oh, Searson got visual. He's not gonna get a chance to throw this. But the flashbang's good, and the bullet's even better. Swing on out for Searson. Nade's not gonna find. And Searson goes back into the site expecting. Oh, that he will! Let's go! Let's go! Well, there we go. I jinxed him. Sorry for the big fans out there. Fortunately for you, you've got a Tapson. Fortunately, that should be good enough to keep them in safe hands. Nein, Alter, du bist ein Junge, Alter! Ich stürm dein Herz! Du bist als Landspieler dort, Alter! Wie schön, das macht keiner, Mann! Wie ist das Smoke? Ich hab's. Hier oben einer. Ist okay, mein Bett. Ich glaub, geht auch. Thank you.
Fuck. Ich denke mal, das Match gegen Imperial hat sich jeder von euch ein bisschen anders vorgestellt, aber so ist es eben manchmal. Und die ESL Pro League ist ja noch lange nicht vorbei. Als nächstes wartet Rooster auf uns, die gegen Maus verloren haben. Sehr knapp allerdings, also wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber gegen die Jungs werden wir hoffentlich den ersten Win einfahren. Wenn ihr auch wollt, dass Big gewinnt, dann lasst unbedingt eine Bewertung auf diesem Video da. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Vlog. Zum ersten Match-Win in der ESL Pro League Season 20 gegen Rooster. Go Big!